Wendler, Wendler, Kinder, ich Kinderschändler. Oh. Oh ja, nächste Folge wird die richtig gute Folge. Ah. Kann man so einen alten Filter einbauen oder sowas, so weißt du, so übersteuert irgendwie so ein altes Mikrofon. Mhm, stimmt. Die achten. Ja, du hast dich ja eh schon heute richtig warm geredet. Vielleicht solltest du mal mit Robert einen Politik-Podcast starten. Ja, wir haben gerade bestimmt 2 Stunden, ich weiß nicht wie lange, aber ewig lang jedenfalls. Anderthalb, glaube ich schon, ja. Nein, nicht diskutiert, aber uns ausgetauscht über unsere politischen Ansichten und über Waffenrechte und solche Geschichten. Mhm. War schon sehr spannend. Ich bin schon warm geredet, aber auch schon sehr geschwächt. Oh shit. Ja. Waffenrecht, weil du willst die asozialen Zecken in dem Drecksloch liebig 34 wegschießen. Hatten die Waffen? Ich glaube nicht. Nee, du willst Waffen, um die wegzuschießen. Warum? Die waren doch. Es gibt doch gerade Genossen. Es gibt doch diesen Drecksloch-Hashtag gerade auf Twitter. Ich weiß, genau. Aber das sind doch Linksradikale. Das sind doch meine Freunde. Ach so, nee, ich weiß doch. Oh, Tino, du machst alles kaputt. Ach, tut mir leid. Ich sag doch, ich bin. Außer diesen Podcast, den bereicherst du so sehr. Wir sind Brennpunkt Internet. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Hier sind doch Robbe Nostravimus. Ja. Und Tinko Anrancher. So ist es, ja. Kann man so sagen. Alle Links in der Beschreibung. Und alle rechts auch. Alle rechts stehen fackelzugmäßig vor diesem Gebäude. MCM schreibt direkt. Und er schickt mir halt jetzt seinen neuen umgenannten Twitch-Kanal, MCM Noster TV. Nein! Nein, sag her. Echt? Ja. Warum Noster TV? Weiß ich nicht, Alter. War das abgesprochen? Nein, ich frag ihn. Warum Noster TV? Aber MCM ist vielleicht ein guter Einstieg in die lokalen News. Ja. Denn der hat ja so einen 24-Stunden-Stream gemacht. Das erste Mal tatsächlich durchgezogen. Mit wow. Schlaf. Und du hast ja das ja sogar geschickt, dass er. Also, ich habe das auch mitbekommen. Er wurde da irgendwie von der Polizei aufgesucht. Mhm. Irgendwie hängt ein Adlerson da mit drin, aber nicht wirklich. Die haben irgendwie, MCM hat den Stream von Adlerson restreamt und Adlerson hat so mit ihm geredet. Mhm. Irgendwie. Der hat wohl nichts damit zu tun, aber er weiß, wer das war, wer quasi auch den Stream von MCM geratet hat. Da waren zeitweise halt 700 Viewer drauf, aber 90% eher so Bots, nach meiner Einschätzung. Mhm. Und seine Adresse ist jetzt halt nicht so geheim. Also wenn man die im Internet sucht, dann findet man die MCM, auch nicht. Ja, ja, deswegen sucht er jetzt nicht danach, aber. Macht das auf keinen Fall. Nee. Nicht die Adresse googeln von. Na, man findet die halt nicht im Netz so. Aber es gibt halt diverse Asoziale, die eventuell auch irgendwas mit 14-Jährigen getan haben, die halt diese Adresse haben und dann eventuell richtig dumm sind zu ihm. Nur diverse oder auch männliche und weibliche? Nächster Punkt. Nee, also ich hab das nicht gesehen, den Livestream. Das hat mir der liebe Alex quasi geschickt, dass er das mitbekommen hat. Und das habe ich dann an dich weitergeleitet, weil du bist ja eher so der MCM-Korrespondent. Ja, ich bin der MCM-Beauftragte hier im Brennpunkt. Also du bist ja quasi sein, du bist ja MCM eigentlich, ja? Jetzt durch den neuen Accountnamen von MCM bist du ja eigentlich sein Pate. Durchaus, ja, danke dafür. Aber doch, man kann so sagen, ich bin so MCM und Trump-Experte so. Das sind so meine 2 Steckenpferde. Da bin ich am meisten drin, was so News angeht. Du bist für die intellektuelle Elite irgendwie zuständig. Ja, irgendwie schon. Aber nicht nur das, sondern natürlich auch für die Ärzte. Ja. Tino, ich weiß, Ärzte ist jetzt nicht mehr das allergrößte Mainstream-Thema, aber liebe Leute. Für mich schon. Du bestimmst, was der Mainstream ist. Ja. Nee, jetzt mal ohne Spaß. Die hatten ja eine relativ krasse Werbekampagne diese Woche, dass andere Bands ihren Song a cappella singen. Und dafür halten sich die Views echt krass zurück bei dem neuen Song. Aber es ist auch nicht der Männer sind Schweine oder Lasse reden super Popsong. Ich fand schon musikalisch, textlich halt nicht so. Ne? Das war schon eher albern und mit seltsamen Reimen. Es ist ein typischer Farin-Song. Er heißt True Romance, glaube ich. Ja. Und ich fand ihn schon sehr poppig, aber halt textlich und vom Aufbau ja, her ungewöhnlich. Es ist ein Popsong, aber es ist nicht dieses, das trifft den Kern, so, weißt du, Männer sind Schweine, ha, 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 also alle Frauen singen mit und Lasse reden ist halt auch so ein. Und es klingt auch wie eine B-Seite von Farin Urlaub, welche Krise,
finde ich ziemlich nah dran. Stimmt, welche Krise darf es denn sein? Ja, doch. Naja, ein bisschen. Doch. Aber dennoch, schönes Video, knüpft an das erste Video, an Morgens. Es knüpft nicht an, sag's wie es ist, sie haben Stock-Footage verwertet, nochmal. Naja, aber es ist ja schon originell. Ja, also mir hätte es echt besser gefallen, hätte der ganze, dieser LSD-Trip sich durchs ganze Video gezogen. Ach so, es war kein LSD-Trip, es war doch VR. Ja, aber optischer LSD-Trip. Ja. So. Nicht jedes VR-Spiel sieht so aus wie das, was da gezeigt wird. Jetzt dürfen wir gespannt sein, ob auch die nächste Single auch wieder anknüpft an dieses Video, dass quasi in dieser zerstörten Stadt alles stattfindet, alle diese Songs. Ja, findest du das gut? Es ist was anderes. Sie haben ja auch schon haben sie auch schon zu jedem Song ein Video gemacht, die alle sehr ähnlich waren. Performance und irgendwelche Quatschsachen noch nebenbei. Ja, hat für mich nach Low Budget gewirkt, ehrlich gesagt. Wirkte so, aber ich fand es einfach nur ressourcensparend. Ja. Sieh's mal so. Oh ja, voll für die Umwelt. Und es gab halt so Künstler wie Roland Kaiser, die Donuts und so, die haben halt bei dieser Aktion mitgemacht, dieser Werbeaktion. Und du hast recht, ich war auch von den Klickzahlen gestern überrascht. Dafür, dass halt wirklich im Vorfeld, es war ja schon irgendwie viral, ja. Jede Band, die da mitgemacht hat, selbst die Toten Hosen, haben da irgendwie so den einen da ins Rennen geschickt, der nicht richtig Deutsch kann. Ihren schwächsten Mann. Und dafür hat es mich dann doch überrascht, aber die sind halt nicht mehr so. Die sind halt nicht mehr so. Nicht mehr so riesig, meinst du? Ich glaube schon. Also wahrscheinlich auf Konzerten sagen sich dann mehr Leute, yo. Aber die sind dann nicht so, weil die halt so eine Konsensband irgendwie sind. Da kann sich irgendwie jeder drauf einigen, dass die Konzerte halt Spaß machen und so und halt extra lang. Aber die Masse, die wirklich pünktlich zum neuen Album irgendwie am Start ist, die ist vielleicht einfach ein bisschen kleiner geworden. Das müssen sie auch nicht sein. Die sind ja eh steinreich. Jetzt können die Ärzte machen, was sie möchten. So einfach geile Songs veröffentlichen und Spaß haben. Und ihr Album wird auf jeden Fall auf Platz 1 landen in den Charts. Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber nicht, wenn Capital Bra gleichzeitig veröffentlicht. Dann nicht, da wird es schwierig tatsächlich. Außer es gibt noch ein Feature zwischen Capital Bra und die Ärzte. Machen die alle inzwischen. Also es wirkt für mich auf jeden Fall jetzt schon mal besser als das letzte Album. Aber von, siehst du schon wieder vergessen, wie der heißt, der Track. Wie ist der andere mit der Stadt? Morgens Pauken. Ja, Morgens Pauken. Also der Track an sich ist schon eine 8 so für mich. Aber das Video, das fand ich richtig wack. Bis auf das, wo die Schulmädchen so getanzt haben. Das war hypnotisierend. Ich mochte das tatsächlich. Ich habe da nicht so die hohen Ansprüche. Und wenn es irgendwie ins Konzept passt und es nicht so völlig durcheinander und komisch wirkt, bin ich eigentlich immer zufrieden und gehe immer mit so einer Einstellung ran von wegen, ja, künstlerische Freiheit und so. Und es scheint Spaß gemacht zu haben. Geht schon voll klar. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe oder nur in der Oase geschrieben habe, in die man sich reinkaufen kann über Patreon. dass ich halt dieses Video so ein bisschen boomerig fand, einfach so dieses wir machen jetzt mal so einen Rundumschlag, so dieses, was so geht mit Greenscreen und ganz groß und so digital und so, wir probieren das alles mal aus. Das war irgendwie einfach ein bisschen, weiß nicht, aber ist okay. Es ist ja wieder viel Ironie dabei, ja, dass das Paket, was Farin bekommt, an HP Baxter geliefert wird zum Beispiel, sind also so Running Gags der ganzen Ärztegeschichte drin. Auch diese Bank heißt ja Planet Bank. Ja, zum Beispiel sind ja viele Ärzte, Verknüpfungen drin. Mir hat's gefallen und ich höre beide Songs auch sehr, sehr oft, die rauskamen. Ein anderer Künstler, dessen Songs wir sehr, sehr oft hören, ist der Wendler. Ja, ständig. Ständig. Grüße an Jules. Küsschen aufs Glätzchen. Wendler hat erkannt, dass Kaufland kein souveräner Staat ist. Und, ja. Und deswegen die Werbekampagne quasi... Ist das so? Haben die bei Kaufland auch alle Personalausweise? Haben sie. Es ist Personal bei Kaufland. Ich wusste es. Ich wusste es, Mann. Der Wendler hat es erkannt. Die Amerikaner stecken da auch noch mit drin. Kaufland ist noch besatzte Zone. Kaufland. Weißt du, was ich auch gesehen habe? Die DDR-Mauer, die verläuft durchs Kaufland ganz oft so durch. Ja. Das ist übelst scheiße. Da kommt es man fühlt sich wieder so an lang. Wie früher. Da muss man drum rumgehen. Ja. Und dann noch zum Hohen stecken die Wessis ihre Produkte in diese Mauer rein, damit wir armen Ossis davor stehen und weinen. Um den Westdeutschen Bernd Höcke zu zitieren, es fühlt sich wieder an wie zu DDR-Zeiten. Denn er weiß es. Zur Einordnung, der Wendler, der Michael Wendler, der große Schlagerstar, der deutsche Michael Jackson, kann man sagen, hat sich jetzt der Intelligenzelite von Attila Hildmann und Naidoo eingereiht und hat jetzt ein Statement bei Instagram abgeliefert und hat von einem Zettel abgelesen und gesagt,
Deutschland ist kein souveräner Staat. Die angebliche Corona-Krise stürzt viele in die Krise und spricht halt relativ mechanisch und wie so ein Grundschüler, der irgendeinen Vortrag hält und abliest. Und es gibt Gerüchte, die ich jetzt streuen möchte. Ja. Es gibt Gerüchte und ich glaube, da ist was dran. Der Wendler, der trollt uns alle. Trauen wir ihm diesen Intellekt zu, oder? Nein, ihm nicht, aber... Seiner Chefetage, die gleich 2 Stunden später im Fernsehen zu sehen war. Sein Verdingser hier. Jetzt kommt's. Also was dagegen spricht, ist, dass seine Kaufland-Kampagne irgendwie jetzt verloren hat. Und dass er auch bei DSDS aus der Jury ausgetreten ist. Das ist schon seltsam. Aber er hat doch jetzt einen guten Draht zu Oliver Pocher, ne? Mhm. Und Pocher ist ja auch so ein Quatschkopf. So ein Spaßvogel. Mhm. Der ist ja jetzt ein bisschen intelligenter als der Wendler. Nicht viel, aber schon ein bisschen. Mhm. Und was ist, denn? Die sind ja jetzt auch beste Freunde, Wendler und Pocher. Was ist, wenn Pocher Wendler anstiftet, weil der ist dumm genug dazu, das zu machen, damit der Wendler diese rechte Aluhut-Szene bloßstellt? Also fände ich schön, aber nein. Weil wo der Wendler ist, da ist unten. Immer. Und es kann doch sein, dass also das erstmal, Ziel ist. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass das ein übelster Promo-Move war. Deswegen habe ich hier auch gerade dieses Bild nochmal vorgeholt. Man sieht hier die Instagram-Zahlen vom Wendler, die leicht zurückgegangen sind sogar. Und jetzt, seit dem Reveal, hallo, ich trage einen Aluhut, Hashtag ultra hart hoch von 275 instant auf 296 innerhalb von einem Tag geschossen. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt wieder zurückgeht. Wir machen hier Live-Recherche, Leute. Aber ich finde, die Story wirkte wie so eine schlechte Satire, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt, was ist denn das? Sein neues Bild hier vor der Amerika-Flagge? Auch jetzt hat er halt 301.000. Auch Telegram-Gruppe, die er jetzt hat. Wendler, jetzt bei Telegram. Die Maske fällt. Michael Wendler. Ich habe weder Kaufland eine Rechnung gestellt, noch über 200.000 Euro. Fake News. Heute stelle ich Strafanzeige gegen die Bild-Zeitung und den verantwortlichen Redakteur Bernd Peters wegen Verwendung von mir nicht gegebener Kommentare zu diesem Artikel. Das ist ein Skandal. Mhm. Interessant. Also jetzt habe ich ihm den Klick folgt gegeben. Der hat nur 2, den er folgt bei Instagram. Seiner Laura und... Adrenochromoberg. Adelinen Norberg, was? Seine zweite Frau wahrscheinlich. Echt? Ich habe keine Ahnung. Aber ist denn die Laura auch so blöd wie er? Also die ist jetzt auch nicht intelligent, so wirkt, also wirkt nicht auf mich intelligent, aber... Ach, das ist die Tochter. Aber zieht sie mit, ist die Frage, ne? Laura. Ja, die wollte ja irgendwie unbedingt nach Amerika ziehen. Jetzt nee, fangen wir an mit Wendler-Gossip, Alter. Aber ich meine, ob Laura jetzt auch diese Verschwörungskacke mitträgt, ist halt die Frage. Keine Ahnung, die werden eh in den nächsten halben Jahr trennen die sich. Glaube ich nicht. Die hat jetzt ihre eigenen 500.000 Subscriber hier. Also mehr als der Wendler, ne? Nee, warte mal, 50.000, oder? Ich gucke nochmal nach. Die hat mehr als 50.000. Die hat halt mehr als er, so. 59.000. Nee 591.000. Also die werden sich auf jeden Fall so innerhalb des nächsten halben Jahres trennen. Okay, das wirkt, ist jetzt ja. Schon mal meine Prognose. Und, dumm. Dass ich auch trennen muss? Nee, noch nicht. Ach so. Noch nicht. Tut mir leid, Jules, dass ich die Überleitung kaputt mache. Aber das Witzige war ja noch, dass... Als die News rauskam, der Wendler ist jetzt Aluhut, haben ja übelst viele Leute so Fake-Gruppen gemacht und die einfach mit so einem grünen Haken versehen. Ja, ja. Du hast ja jetzt auch in der Oase, die Oase ist jetzt auch verifiziert. und da haben natürlich sehr viele Medienvertreter, sind da gefoppt worden, ja, sind da einer kleiner Trollerei erlegen und haben das als die offizielle Gruppe erkannt. Und da wurde dann halt teilweise Porn und sowas gepostet. Geil. Und dieser Scheiß. Laura-Porn. Nee, nicht mehr. Laura-Porn gibt's, glaube ich, sogar. War die nicht ja, im Ding? Ja, Playboy war die. War ich einmal auf der Seite, kriege ich jetzt irgendeine Scheiße auf meiner Instagram-Startseite. Nice. Das war ganz witzig. Ja. Wir bleiben mal dran für euch, ja. Wendler. Ich Kinderschändler. Oh. Das lasse ich mal so stehen. Warte, da habe ich einen witzigen Tweet dazu gesehen. Kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr hin. Irgendwie, der Wendler mag Covid auch nur, weil es 19 ist oder irgendwie sowas. Das ist witzig. Irgend sowas in die Richtung. Ich predikte, dass der Wendler uns alle verarscht. Wäre witzig, wäre erstrebenswert, aber aktuell glaube ich es nicht. Ich habe mich aber auch jetzt auch nicht so viel damit beschäftigt. Oder er merkt ja doch nach ein paar Wochen, Monaten, dass es ein Fehler war. Hm. Der ist einfach irgendwie, ich will nicht sagen triebgesteuert, aber er ist relativ... er trifft sehr kurzfristige Entscheidungen, glaube ich, der Wendler. Hm. Und er wird es, glaube ich, bereuen.
Ja, also so ein Deal mit RTL, so ein Deal mit Kaufland. Muss man ja auch dazu sagen, dass Kaufland das Instant alles zurückgenommen hat. Ja. Ich weiß nicht, ob man das loben muss, so, weil die haben ja auch das aus Eigeninteresse gemacht. Die wollen ja nicht dann mit sowas irgendwie, weißt du? Aber auf der anderen Seite kann man Das sagen, okay, mussten die die haben machen. viel Geld damit und eine kontroverse Person zieht ja trotzdem. Also jede PR ist gute PR. Naja, nee, wenn du so Who Verschwörungstheoretiker knows? hast, der deine Marke vertritt, das funktioniert nicht. Also das ist zu hart. Ich glaube, dass viele dann erst recht sagen würden. Also, das sind ja gar nicht so wenige, die hier sagen, ich will die Maske nicht tragen, die kratzt so und ich tut so weh. Au, au. Da Nee, gibt es es schon einige. würde Kaufland eher schaden, glaube ich. Also loben wir sie nicht dafür. Es ist halt no normal. Also ich lobe dich auch nicht dafür, dass du kacken gehst. So. Daher Das ist schade. einfach normal. Mach mal. Nö. Ich wohne ja nicht Dann hier. gehe ich ja nie wieder kacken. Ich wohne ja nicht hier. Ja, gut, du wolltest eine geile Überleitung machen, die habe ich dir kaputt Ist jetzt kaputt gemacht. gemacht. Was auch kaputt gemacht worden ist der Lebensraum linksradikaler Menschen im Liebig 34. Das kann man vergleichen mit Weimar-Gerber-Straße 1 und 3, was ja auch besetzte Häuser sind oder waren. Und so auch Liebig34 unter dem Hashtag Drecksloch wird da gerade viel diskutiert, ob man dieses besetzte Haus denn tatsächlich räumen dürfen hätten. Und das ist jetzt passiert. Also ich habe mich echt wenig damit beschäftigt, weil ich auch im Hinterkopf habe, ah ja, der Tino, der wird da schon wieder irgendwie seine linksradikalen Parolen zurecht sich legen, der wird da sich schon reinlesen. Aber für mich ist grundsätzlich erstmal so, also ich habe mir den Hashtag halt durchgelesen so, und für mich ist halt grundlegend erstmal unverständlich, wie die Leute einfach sich da so einscheißen können, dass es da halt dreckig ist. Ja. So, die Leute, die da halt wohnen oder gewohnt haben, die müssen halt damit klarkommen. Und der Rest ist doch völlig Ritze. Also, mir ist das völlig egal, ob Leute irgendwie in ihrem eigenen Haushalt könnt ihr halt machen, was ihr wollt. Natürlich ist das jetzt hier nicht was, das ist was anderes, nicht wie dein eigener Haushalt so. Aber halt, was ihr euch da echauffiert, dann ist das halt ein Drecksloch von mir aus. Wenn die Leute, die da sind, sich darin wohlfühlen, ist das Ja. doch völlig egal. Das alles erstmal ausgeklammert, ob das jetzt jemand anderem gehört und so, ne? Nur erstmal das in einem Vakuum betrachtet. Und das ist so, Alter, wie die Leute sich da aufregen. Aber es ist natürlich wieder gefundenes Fressen, um zu sagen, oh, guck mal, linke Politik, das passiert mit linker Politik, das ist so Ist ein halt Schwachsinn, Quatsch. Alter. Die wohnen halt in so einem Haus, weil halt die Linken nicht in der Macht sind, weißt du? Das ist ja das Ding auch, Das irgendwelche. passiert mit dem Staat, wenn wir Sozialismus bekommen. Eben Dieses nicht. Haus, das habe ich Das gelesen, so, Haus, Tino. aber wo gibt's denn das Haus? Im Kapitalismus oder nicht? Das Ja. Haus gäbe es ja nicht, wenn es den nicht gäbe. Dann wäre das ja alles Vermutlich. anders. Das ist ja diese Ironie. Ich habe auch Bilder bei Twitter gesehen, wo sie irgendwie verglichen haben, linke Ideologie und kapitalistische Ideologie. Und da haben sie halt dieses Drecksloch verglichen mit einer riesigen Villa. Geil. Entscheiden sie selber, was sie bevorzugen. Ja, eben weil du so ein scheiß Hotel besitzt, müssen die halt da Na, leben vor in allem diesem haben ja kleinen die Haus. Leute, die im Drecksloch wohnen, haben ja nicht die Wahl, einfach in die Villa zu Ja, gehen. eben, genau, das ist es halt. Wenn es das wäre, wäre es toll, aber so ist es ja nicht. Und der eigentlich, oh, eigentliche Skandal, ich habe mich gerade fast selbst zerstört. So wie die Punker in dem Laden da. Was ich aber viel schlimmer finde, das habe ich auch nicht gewusst, habe ich erst gelesen vorhin, und zwar um diese 60 Menschen, ja, es waren 60 Menschen in diesem besetzten Haus. Schätze mal, wie viele Polizeikräfte sie geschickt haben. Ja, ich habe da schon von Robin Schweiger was gelesen. Also bei den Corona-Leuten war es 3000 Polizisten auf 30.000 Demonstranten und hier waren es irgendwie die Hälfte, also 1500 oder so. 1500 für Ja. 60 popelige Linksradikale. Und als der Bundestag gestürmt worden ist, Ja, das standen vor dem meinte. Bundestag, standen aktiv so vier, fünf Polizisten. Und das mal ins Verhältnis gesetzt, finde ich halt unfassbar. Ja, aber diese Dreckszecken, die werfen ja immer ihre Molotow-Cocktails. Inzwischen nicht. Also ich kenne besetzte Häuser. Ich war im letzten Jahr, bin ich ein bisschen getingelt aus Gründen so und habe so ein paar Leute getroffen aus der Szene. Und die haben andere Sachen, mit denen die inzwischen werfen. Ich habe da irgendwie Gläser gesehen, mit Urin gefüllt oder mit toten Ratten. Der Trend geht eher zu ekligen Waffen, nicht zu gefährlichen. Ja, aber die Dreckszecken, die wedeln dann mit ihren Regenbogenfahnen und dann blendet das im Licht und dann braucht man Stimmt. Verstärkung. Da werden alle pädophil. Ja. Nee, das wiederum, das waren ja die Grünen. Ach so, ja. Und das ist ja auch wieder eine Frage, warum unterstützt der Wendler nicht die Grünen mehr? Weil die wollen ja, dass Sex mit Kindern legal ist.
Ich komme gar nicht mehr hinterher mit der ganzen Politik. Um das einzuordnen, das war mal in den 80er Jahren, war das mal so, dass die ganz komische Thesen hatten. Das haben sie auch jetzt anders gemacht, die Grünen. Dass wir es so disclaimern wollen. Es war auch nur ein ganz schlechter Haha, seine Frau, Hashtag Freundin, keine Ahnung, was es ist, ist jung. Ja. War ein ganz schlechter, toll, Tino, jetzt hast du es wieder auseinander hier analysiert, jetzt noch schlechter. Jetzt stehe ich wieder schlecht da. Ja, das war meine Absicht. Ja. Ich muss mich irgendwie hervortun. Wer auch schlecht dasteht, sind Ryan und Adam von Rooster Teeth. Teeth, keine Ahnung. Kennst du die? Na klar kenne ich die. Ich auch nicht. Aber was könnten die gemacht haben? Das sind YouTuber. Rooster Teeth ist so ein ganz alter Channel, soweit ich weiß, die auch so Gameplay irgendwie so Machinimas, glaube ich, auch gemacht haben. Oder Tutorials, was weiß ich. Irgendwas mit Gaming, leck mich am Arsch. Was könnten die gemacht haben? Da gab es einen großen Skandal, ja? Ja. Ja, ich habe mitbekommen, den Skandal. Mhm. Sie haben ein Let's Play gemacht, live auf Twitch. Ja. Und währenddessen haben sie Böse Onkels gehört. Und dann ist aus Versehen der Song Türken raus, der eigentlich gar nicht veröffentlicht worden ist, ist gelaufen. Du immer und wieder. Dazu haben sie halt dann mitgesungen und so, und dann wurden sie gesperrt bei Twitch. Das sind leider keine Deutschen, die Rooster Teeth, hence ist auch egal. Die Namen Ryan und Adam. Es gibt auch Nazis, die nicht Deutsch sprechen. Okay, stimmt. Aber manche davon haben tremendous amounts of words, the best words, bigly. Wirklich best. Egal. Nein, Tino, jetzt mal ganz ehrlich. Es gibt ja wirklich gefühlt nur einen sehr, sehr geringen Pool an Möglichkeiten, was auf YouTube für Skandale passieren können. Leichenfilm? Nee. Also was waren schon sehr oft da? Na, Mädchen, die angefasst worden sind oder so. Ja, fast. Oder die Loch gegeben haben oder... Es wurde wohl, also es wurden auf jeden Fall Nudes geleakt. Die sind irgendwie zurückgezogen worden. Dann hat 4chan die wieder in die Hände bekommen und dann wurden sie quasi nochmal geleakt. Und dann gab es in dieser Kombination dann erstmal die Anschuldigung, dass die an Fans geschickt wurden, die minderjährig waren. Nudes von diesen beiden. Also Nudes von den YouTubern, die aber volljährig sind. Von Adam und Ryan, die aber auch verheiratet sind. Dann gab es ein Statement von dem Ryan, der hat gesagt, er hat nichts Illegales gemacht, aber er hat halt Scheiße gebaut so und das ist eine Sache für sich und seine Familie irgendwie. Das heißt, es wurden die Nudes auf jeden Fall an irgendwelche Leute geschickt, aber vermutlich nicht an Minderjährige. Okay. So. Ich habe keine Ahnung, ich gucke den Kanal überhaupt nicht. Ich fand es nur witzig, dass, oh, okay, schon wieder ein YouTube-Skandal, oh, okay, schon wieder Minderjährige. Das ist ja eher ein Fall für die Ehe von den beiden, oder? Wenn die da irgendwie... Ja. Aber haben beide Nudes geschickt oder hat nur einer Nudes geschickt? Beide. Dann das fand ich halt auch ein bisschen komisch, dass es News comes out that Rooster Teeth's Ryan is not only a cheater, but also sexted a minor. Mhm. Subreddit-Drama. Also hier steht jetzt wieder, dass es doch so war. Another young fan has come forward to tell their story. Includes photographic evidence. Also scheinbar gibt's doch Minderjährige. So, die gute Michelle Wollocks. Also der würde ich keine Nudes schicken. Aber sie... Oh, das war jetzt schon wieder hochgradig schlimm, was ich hier sage. Weil sie adipös ist. Das hast du jetzt gesagt. Egal. Ja, aber hier gibt's tatsächlich Fotobeweise. Der Ryan hat sie hier auf dem Arm. Alter Schwede. Boah. Was, ein Schenkel? Okay, genug. Was ist das denn? Ein Oberschenkel oder ja. Was? Das war ein bisschen eklig. Ja, was auch eklig war, ist dass Neuseeland Corona hatte. Aber jetzt besiegt. Nicht mehr. Das zweite Mal komplett besiegt. Ausgelöscht. Ja. Wir Deutschen haben nicht einmal... Egal. Wir kriegen nichts ausgelöscht in Deutschland. Ja, ich wollte so nicht sagen. Es hat Tradition. Oh, fuck, Leute. Satire, Triggerwarnung. For better or for worse. Ja, nee, stimmt. Wir sollten diese Tradition fortsetzen, liebe Deutschen, das nicht zu machen. Ja, aber ich wollte das als Aufhänger nehmen. Wir haben nämlich letzte Woche nicht angesprochen, dass wir die 1-Million-Toten-Grenze an Corona überschritten haben. Ja. Und ihr habt noch die Frage gestellt hier im Brennpunkt, du und Herodes, ihr wart euch, glaube ich, beide relativ einig, dass es nicht so weit kommt, ob der 10.000. Tote in Deutschland kommt.
Und wir sind jetzt, glaube ich, bei 9.550. Bist du sicher, dass ich das so abgelehnt habe? Weil ich finde es schon realistisch, dass mehr als 10.000 sterben. Ja, jetzt. Also Herodes hat auf jeden Fall, war auf jeden Fall ungläubig, was das angeht. Und ich habe so gesagt, naja, kommt halt auf den Zeitraum an. Und da wir jetzt gerade eine zweite Welle ansteuern, Frankreich und Spanien ist uns da gut voraus, aber auch hier, Risikogebiet Berlin diese Woche. Stimmt. Ganz groß, neue Maßnahmen. Irgendwas, was war? Der Merschel. Sperrstunde. Genau, und so. Der Merschel hat gesagt, ja, Sperrstunde. Irgendwie von 23 Uhr bis früh um 5 oder so ist Sperrstunde oder früh um 4 in Berlin. Da darf man nicht mehr in Restaurants gehen und die nicht mehr aufmachen oder so, keine Ahnung. Ja, weil die ganzen, diese ganzen hier aus diesem Drecksloch, die scheiß Zecken, die immer dann in der Muschi Obermeier feiern gehen und die küssen sich dann und die verbreiten das. So. Stimmt. Ja. Und auch die Altersdurchschnitte werden jetzt geringer. Das heißt, am Anfang zur ersten Welle war der Durchschnitt noch bei 52 Jahren oder so, oder 58 Jahre. Und jetzt ist er bei 38 Jahre. Das heißt, die Corona-Fälle werden jünger. Aber selbst vom ZDF habe ich einen Clip gesehen, der ein bisschen Corona-kritischer war. Lügenpresse. Dass wir, naja, die Leute, die Lügenpresse sagen würden, das, was da gesagt wurde, auf jeden Fall befürworten, dass die Todesrate halt sehr, sehr krass zurückgegangen ist. Am Anfang weil man überfordert war, aber jetzt ist man halt irgendwie gut aufgestellt. Kann zumindest die Leute besser abfangen, sag ich mal. Aber trotzdem jetzt hier so tun, als wäre nichts, ist auf jeden Fall auch aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Sperrstunde, ja, keine Ahnung. Ja, wenn es was bringt. Also ich glaube gelesen zu haben, dass die meisten Ansteckungen im Familienkreis passieren, auf Familienfeiern und viel weniger bei so Busfahren oder Zugfahren oder irgendwelchen öffentlichen Geschichten. Und auf Partys natürlich auch ganz viel. Aber ich meide Partys tatsächlich. Also ich habe jetzt öfter gesehen, dass wieder so Indoor-Veranstaltungen sind, aber da gehe ich einfach nicht hin. Ja, keine Ahnung. Also ich jetzt. Gibt eh keine guten Veranstaltungen, die ich gerade besuchen müsste. Nee, also vielleicht Theater überlege ich jetzt wieder zu gehen. Oh ja, also Theater muss ich dringend mal wieder besuchen. Oh, echt. Boah. Und die spielen Kabarett, also ich kann ich sehr empfehlen. Ja, kommt da Volker Pissboss nochmal? Garantiert. Na dann, okay. Wer auch jetzt im endgültigen Ruhestand ist, das ist Van Halen. Ach, sehr gut, dass du es aufgeschrieben hast, ja. Der gute Eddie. Der Eddie Van Halen ist nun Daddy. Ist nun in Heaven, Stairway to Heaven ist gestorben. Aber was ich viel wichtiger finde, also viel krasser finde, also für mich persönlich, Herbert Feuerstein ist gestorben. Wurde ich im Stream darauf hingewiesen und habe mich dann geoutet, dass ich diesen Menschen nicht so wirklich kenne. Das ist dein Problem, ehrlich gesagt. Das ist dann sehr skandalös gewesen. Das ist für dich eine Bildungslücke. Also Herbert Feuerstein war Helen vereint im Himmel. Aber Herbert Feuerstein war halt irgendwie 87 und hier war erst 65. Mit 60 irgendwas, ja. Ja. Beides schlimm, keine Frage. Aber für mich betrifft Herbert Feuerstein viel mehr, weil ich den immer lustig fand und seine Karriere verfolgt habe. Auch die letzten Jahre? Die nicht, weil er nicht mehr viel gemacht hat. Das ist halt für mich ausschlaggebend. So, wenn Jackie Chan jetzt stirbt, denke ich mir auch, okay, gut, die letzten 5 Jahre kam nicht wirklich ein Film und er ist eh nicht mehr so in der Lage. Also gut, man muss natürlich bei Jackie Chan, Alter, muss man sagen, selbst in seinem Alter mit 60 plus hat er echt noch ein bisschen was gerissen in seinen Filmen, aber jetzt ist halt wirklich langsam mal gut. So. Ja, aber man kann trotzdem traurig sein, wenn er stirbt, Jackie Chan. Der ist halt auch nicht so ein geiler Mensch, muss man sagen. Das weiß ich, aber es geht ja jetzt prinzipiell um alle Menschen. Ich traue auch um jemanden, ich der halt 100 ist. Weißt du, ich wäre halt trauriger, wenn Jackie Chan jetzt gerade 30 wäre und sich jetzt irgendwie ein Bein ausreißen würde. Ja. Und dann wüsste ich, jetzt kommen keine Filme mehr. Aber so denke ich mir, ja, okay. Ja, als Außenstehender, der ihn jetzt nicht persönlich kennt, kann ich das nachvollziehen. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ja. Ist wie Jair Bolsonaro ein von Joe Biden gegebenes Angebot von 20 Milliarden Dollar, um den Regenwald zu schützen, ablehnen kann. Das ist schlecht. Das ist nämlich passiert diese Woche. Hm. Also der Herr Bolsonaro, der hat nicht so Bock, den Regenwald zu schützen. Der will da lieber wieder die ganzen Tribes, die da drin sind, an Corona verrecken lassen und anzünden und so. Das ist so mal ein großer Spaß. Wahrscheinlich macht er damit weit mehr Profit als mit 20 Milliarden. Das klingt jetzt für mich auch erstmal irgendwie wenig. Für so ein Land, weißt du? Und Brasilien ist ein fucking riesiges Land. Wusstest du, dass die Ostküste
Also Brasilien ist quasi näher an Afrika, als das Brasilien an Miami ist. Da hätte ich nicht gedacht, Weil die ne? Ostküste so weit rüber geht. Man denkt immer Nordamerika und darunter Südamerika, aber eigentlich ist Südamerika übelst weit drüben, Das also im stimmt, Osten. ja. So. Und dadurch ist das so. Habe ich nie beachtet, aber schön zu wissen. So, was auch schön zu wissen ist, ist, wo wir gerade bei Corona waren, dass maximal 10% der Weltbevölkerung bisher infiziert waren. Zehn Maximalst. Prozent, das So, ist aber das ist schon halt viel, der finde ich. wissenschaftliche, maximal, allerhöchstens, ja. Das ist der wissenschaftliche Konsens gerade. Das heißt, ja, wie sagt man, na, Gruppensex, wie sagt man? Kennt sich da doch aus, Pandemie? Gruppensex? Nee, Gruppensex. Orgie. Massenhepatitis. Wie heißt es denn? Massenimmunität. Bukake? Herdenimmunität, Mann. Ach so. Eine Herdenimmunität, dafür ist es noch etwas früh. Also macht weiter eure AIDS-Partys. Aber jeder Zehnte finde ich schon relativ viel. Wie gesagt, das ist absolute Hochschätzung. Nee, zehn Max, Prozent. maximal Jeder Zehnte. 10%. Jeder Zehnte ist Jeder Zehnte, 10%. genau, doch, ja. Aber die offiziellen Zahlen sind, glaube ich, angesteckte, was? Irgendwie 70 Millionen oder so? So, und 10% ist ja ein bisschen mehr, als wenn dann 700 Millionen, Ja. irgendwie sowas in dem Dreh. So, maximal. Also, mal gucken. Egal. Was viel spannender ist, weil die letzten Folgen hier jedes Mal irgendeine krasse Space News, ja. Ja, stimmt, Au 2020, Außerirdische. 2020 ist das Jahr. Auf der Erde geht alles schief, aber dafür entdecken wir immer mehr außerhalb. Macht euch nicht zu viel Hoffnung, denn das, was ich jetzt berichte, ist irgendwie 100 Millionen Lichtjahre entfernt, aber vielleicht, ne? Vielleicht ist der Tesla bald soweit. 24 super habitable Planeten wurden gefunden mit besseren Lebenskonditionen Als die als die Erde. Erde. Stimmt, habe ich auch gelesen. Das ist schon hart. Die Frage ist, wie weit ist es entfernt? Wie lange bräuchte ich jetzt mit einem VW Polo, um dahin zu Mit der fahren? Bahn. Mit der Bahn zum Wenn Beispiel. sie pünktlich kommt, paar Jahre. Es dauert mir zu lange. Ist schlecht. Was Da, bringen. ba Ja. Bahn, was könnt ihr uns jetzt bieten? Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Was ist denn hier mal mit der Infrastruktur ausbauen im Weimarer Land? Und zwar 7 Milliarden Lichtjahre entfernt. Ja. Ne, 100 Millionen waren es, glaube ich. 100 Aber Millionen. ist ja auch eine Hausnummer, ne? 100 Millionen. Würden wir Aber halt nie erreichen. die Frage ist ja auch nicht unbedingt, erreichen wir das, sondern was ist denn auf diesem Planeten? Weil wenn da jetzt 24 solche Planeten sind, also die Chance, dass die alle kein Leben haben, obwohl die so gute Verhältnisse haben, die ist schon sehr gering Ist ja eh eigentlich. so, ja. Wir haben ja Milliarden von Sternen allein in unserem Sonnensystem so. Es gibt viele Sonnensysteme und viele Galaxien. Irgendwo muss es ja Leben geben. Aber gibt es auch Galaxien, wenn du die gerade so Ich glaube genderst? nicht, nein. Das ist aber skandalös, wenn du das so sagst. Mutter Natur heißt es ja auch. Vielleicht wollen die Galax divers sich gar nicht so gendern. Asozial, Tino. Wir können hier auf alle Rücksicht nehmen. Es Aha, so kommst du verschludert jetzt doch die an. Sprache. So kommst du jetzt an. Ja, Ja? Das es haben die verschludert die Polizisten mit ihren Sprache. Schlagstöcken auch gesagt, Die als sie ins PolizistInnen. Liebig 85, 88, 100 rein sind. 18, 88, 5, 4, wie heißt 0815? Genau. Ist das diese Sendung von hier, Die diese, Straßenbande, ja. nee, die Reality-Show da, dieses Big Brother? 90210 Ach, oder keine Ahnung, ist alles Scheiße, ist Miami? alles Dreck, alles Dreck. Was auch Dreck ist, ist Plastik. Kanada bannt jetzt bis 21, also nächstes Jahr, Plastiktüten, Plastikstrohhalme und andere Single-Use-Items. Single-Used-Items, Das also ist die doch man einmal schön. benutzen darf, und Kondome. Die sind halt nicht aus Plastik, die sind ja aus Ach so, Latex. ja, stimmt. Gut so für die Kondomindustrie, finde ich. Ja, haben sie clever gemacht. Warum nicht einfach Einkaufstüten aus Latex? Ja, stimmt eigentlich. Das riecht vielleicht ein bisschen, ne? Oder Latex ist auch immer so ein bisschen geruchsintensiv. Es gibt doch, jeder Topf findet seinen Deckel. Es gibt doch da Leute, die das geil finden. Was viele auch geil finden, ist Homosexualität. Und du kennst doch die Proud Boys, ne? Kenne ich, ja. Die rechtskonservativen Kräfte aus den USA. Und jetzt hat man versucht, diese Menschen sozusagen also ihnen ihren Namen wegzunehmen und hat unter Hashtag Proud Boys bei Twitter Ja. so Homopropaganda geteilt bei Twitter, ja. Also mit irgendwelchen küssenden Männern und Frauen, also halt homosexuelle Küsse und so weiter.
um ihnen das wegzunehmen. Alleine Proud der Boys. Name Proud Boys, der klingt ja so schon also ein bisschen gay, oder? Ja. Ja, finde ich super. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass der neue Name, den sie jetzt sich jetzt ausgedacht haben, auch ähnlich schwul klingt, aber ich habe mir nicht aufgeschrieben. Was, die haben jetzt einen neuen Namen? Sie suchen jetzt nach einem neuen Namen offensichtlich und der ist aber auch nicht besser. Die Snowflakes, Alter. Wurden sie aus ihrem Namen rausgepressured. Zum Beispiel Hashtag Proud Boys. Macht weiter, liebe Leute. Ich weiß gar nicht, wer dazu aufgerufen hat. Irgend so ein amerikanischer Schauspieler. Teilt unter Hashtag Proud Boys gerne eure homosexuellen, queeren Bilder, wo ihr Menschen des gleichen Geschlechts küsst. Oder auch heterosexuell und habt dann eine Regenbogenfahne in der Hand, zum Beispiel. Geht ja auch. Das ist passiert. Ja, ich finde, das ist der perfekte Ansatz, wie man mit sowas umgehen sollte. Denn dieses von oben herab, du bist schlecht, ich cancel dich jetzt. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Aber so clever die Leute aus dem Leben raustrollen, dass die Proud Boys sich als alle mal schön erschießen gehen. Ein Love Storm und kein Shitstorm. Ja, finde ich auf jeden Fall den besseren Ansatz. Und wenn sie jetzt wirklich über einen neuen Namen nachdenken, hat es ja tatsächlich gut funktioniert. Genau. Weil die Info hatte ich bis jetzt noch nicht. Naja, gut, dafür habe ich eine andere Info. Ja, jetzt habe ich nur so nebenbei nochmal eingestreut, weil es vielleicht ganz interessant, weil ich ja immer sage, die skandinavischen Länder, die sind ganz gut dabei. Und jetzt hat Norwegen wieder bekannt gegeben, ein neuer Meilenstein. Sie haben 61,5% Marktanteil von Elektroautos schon und Hybriden sind dann weitere 27%. Wow. Kannst du dir ausrechnen, wenn ich jetzt nicht Mathe rummeln wäre, könnte ich dir sagen, dass es ungefähr 10% dann noch gibt, die dann übrig bleiben. Und das ist relativ wenig, 10%. Ist das gut? Ja, also das ist ja dann hier, wie sagt man, fossile Kraftstoffe sind nur noch 10%. Wahrscheinlich ist das in Deutschland genau andersrum. Aber wir haben ja auch ein VW. Wir hatten doch mal einen Podcast gemacht zum Thema Umweltschutz und Energie und so weiter. Gibt's das? Umweltschutz? Gibt's eigentlich gar nicht, nee. Ist eine Erfindung von Merkel. Umweltschmutz gibt's. Die Merkel ist Umweltschmutz. Wer auch Schmutz ist, ja, ist Kemmerich. Echt, ja? Unser Lokalpatriot der FDP in Weimar, der noch groß plakatiert hatte mit endlich meine Klatze, die in Geschichte aufgepasst hat, der sich dann von Rechtsradikalen ins Amt wählen lassen hat. Naja, das kann ja auch so heißen, der hat das Dritte Reich studiert, wie man an die Macht kommt. Genau, zack. Ja. Das ist ja alles so war es auch offen. Offenbar gemeint. Das war der nette Herr, der sich von der AfD hat wählen lassen zum MP, zum Ministerpräsident von Thüringen und hat dann die Wahl wieder abgegeben, quasi nach vielen Hin und Her. Und jetzt wurde ihm die Unterstützung aberkannt von der Bundes-FDP. Weil er in einem Tweet wohl wieder irgendwie seine Handlung verteidigt hat. Okay. Und sagte, es war kein Fehler, die Wahl anzunehmen. Aber wenn es kein Fehler war, wieso hat er es dann 2 Tage später zurückgegeben? Eben. Und jetzt wird es wohl passieren, dass er langfristig, und das ist kurz vor den Landtagswahlen, also was heißt kurz, aber wir haben ja nächstes Jahr Landtagswahlen in Thüringen, kann es sein, dass es für die FDP ein Eigentor ist und dass sie sich zerstreiten und nächstes Jahr aus dem Landtag rausfliegen. Was mich jetzt nicht stört, persönlich, aber es ist ja für die FDP schade. Die FDP ist dann frei zu gehen. Sozusagen. Das sehe ich völlig liberal so. Ja. Die kamen ja gerade mal mit 500 Stimmen oder weiß nicht, 100 Stimmen ja, das war so in den Landtag. Ding, ne? Genau. Was hast du da noch? TV-Duell? No, das ist der große Trump-Block. Ach sozusagen. So, das TV-Duell. Ich dachte gerade, du wolltest auf das hinaus. Ja, können wir ja überleiten. In Deutschland gab es nämlich auch so ein TV-Event. Der Lanz hatte sich nämlich eine Trump-Supporterin geladen, die dann Thesen in den Raum warf, aller ja, genetische Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß sorgen dafür, dass die Schwarzen mehr klauen. Ja, hast genau. Hast du mitbekommen so ein bisschen? Nicht richtig, nee. Ich habe die Sendung gesehen, oder der Ausschnitt, der auf YouTube zu finden war, schon, ja. Also, es ist irgendwie nicht ganz so krass, wie es mal wieder auf Twitter gehypt wurde, aber sie ist schon, what the fuck ist denn sie für eine Frau? So. Ja, die Frage ist ja auch, wie geht denn der Moderator damit um, der Markus Lanz? Er war emotional überfordert, hat er gesagt. Und dann hieß es irgendwie, es gab keinen Experten, der ihr da widersprechen konnte, aber sie selber, ihre Bauchbinde hat gesagt, US-Bürgerin. Also sie ist ja selber keine Expertin. Da sitzt dann daneben eine Amerika-Expertin, dann sitzt da Markus Lanz da
Gut, dann gibt es da vielleicht irgendwie keinen Biologen oder so, aber trotzdem muss man doch das ja nicht hinstellen, als hätte sie da irgendwie, als würde sie gerade da eine Wahrheit aussprechen, wenn sie einfach nur US-Bürgerin ist, ohne Qualifikation. Ja, dafür ist ja der Moderator da, dass er das so hinterfragt und sie bittet, irgendwie Quellen zu nennen und sich verteidigen muss und so. Und es ist auch wichtig, dass du halt Sie hat irgendwie. dann halt am Ende so ein bisschen eingelenkt, das muss man vielleicht dazu sagen. Das wurde halt auf Twitter überhaupt nicht erwähnt. Aber am Ende sagt sie, kann ich mir halt vorstellen oder so, weißt du? Sie sagt halt nicht, das ist definitiv so. Aber egal, ja, sorry. Habe ich den nicht mitbekommen und ich finde halt wichtig, dass man dann in solchen Diskussionsrunden auch beide Parteien irgendwie hat, so beide Sichtweisen, die gleichgewichtet sich unterhalten können und austauschen können. Ja. Aber ich weiß nicht, wie das da war, keine Ahnung. Ich habe es halt nicht gesehen. Ja, nicht weiter erwähnenswert, aber es ist eine ganz gute Überleitung zu Trump bzw. USA. Da ging einiges ab. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Diese ganze Odyssee, die Trump jetzt hier mit hinter sich hat, schon wieder mit seinem. Der war ja im Krankenhaus. Während er im Krankenhaus war, hat er seine Staff-Leute so für so eine Kutschfahrt genommen. Dann ist er viel zu früh raus aus dem Krankenhaus, hat so einen Publicity-Stunt gemacht, seine Maske abgenommen, hat sich dann vorm Weißen Haus filmen lassen, war übel, also noch viel brauner im Gesicht geschminkt als sonst, seine Lippen übelst weiß, übelst räudig, labert viel Scheiße. Sein Sohn sagt, er braucht dringend eine Intervention, der ist gerade nicht ganz auf der Höhe. Aber das waren so viele kleine Sachen, da will ich jetzt gar nicht so krass ins Detail gehen. Was die größte Sache tatsächlich in dieser Woche war, war nicht unbedingt das TV-Duell zwischen den beiden Vizekandidaten Kamala Harris und Mike Pence, sondern, was du da auch stehen hast, die Fast-Entführung von der Gouverneurin von Michigan, Richtig, richtig. Gretchen Whitmer. Die hat es nämlich gewagt, ein staatenweites Maskenmandat rauszuhauen, Nein. dass die Leute, wie wir in Deutschland auch, in öffentlichen Einrichtungen Masken tragen müssen. Und Das das haben die ja geht gar ja nicht, ne? gar nicht. Stimmt, ja. Ja, das geht ja absolut gar nicht. Die Regierung muss gestürzt werden. Und so gab es jetzt eine Gruppe von eigentlich Terroristen, aber sie werden als Miliz bezeichnet, weil sie weiß sind. Wenn Ja. das eine Schwarze zusammen oder sagen wir Braun, bei Schwarzen wäre es wahrscheinlich eine Gang, bei braunen Menschen wäre es dann ein terroristischer Akt, eine terroristische Vereinigung. Die haben sich zusammengefunden und haben gesagt, naja, wir versuchen jetzt mal diese nette Frau zu entführen. Und es ist auch so die Idee gefloatet, naja, dann erschießen wir sie halt, wenn wir sie einmal haben. So. Das ist da auch im Umlauf. Es wurden irgendwie jetzt 10 Leute verhaftet. Gibt auch die Mugshots davon. Die sind super viral gegangen, weil die alle aussehen wie die Klischee-Neckbeards. Die sind eigentlich alle am rechten Rand anzufinden, so wie ich das Auch weiß. immer gleich die Nazi-Keule rausholen, weißt du? Es Aber, waren ganz normale Bürger, die sich Sorgen gemacht haben und dachten, ganz demokratisch, entführen wir jetzt eine Gouverneurin und schießen sie dann tot, einfach um unsere Meinung kundzutun. Ganz friedlich man und muss, ganz ich, wie ordentlich. gesagt, wenn immer sowas ist, ich bin immer sofort auch in den konservativen Foren und da wird dann halt schon was ausgegraben, was von der anderen Seite dann komplett irgendwie außer Acht gelassen wird, dass einer von diesen Typen wohl sehr linke Ideen von Staatenlosigkeit, Gesetzlosigkeit und halt mit einer Anarchieflagge im Hintergrund. Also man weiß nicht ganz, wie das zusammenpasst, ja. Wird ja auch gerade noch ermittelt. Ich habe jetzt auch nur, ne, ich habe jetzt auch nicht alle Fakten. Aber egal, aus welcher Richtung das kommt, dass das nicht geht, da sind wir uns ja einig. Aber was noch Aber. viel schlimmer ist, weißt du, wie sie sich genannt haben? Broad Boys. Nein, stell dir vor, das sind so richtige Neckbeards, die bei Mutti im Keller wohnen und den ganzen Tag Comics lesen und Marvel gucken. Muss an dieser Stelle aus Gründen nochmal gegen Marvel schießen. Wie könnten die sich dann nennen? Homeboys. Nee, sie nennen sich die Wolverine Watchmen. Oh. Es ist richtig, richtig Panne, Alter. Und es waren bis zu 200 Leute, die wurden eingeplant, um da so ein State House zu raiden, wie das auch schon mal bei den Protesten gemacht wurde. Ich glaube, das war auch Michigan, wo die da einfach dieses Haus gestürmt haben und mit ihren Waffen da demonstriert. Ja, ich glaube, das war auch Da Michigan. führen Waffen halt hin, ne? Wenn alle Waffen bekommen, wie sie dürfen. Das hatte ich Ja. halt im Gespräch hier mit Robert. Ja. Dann wird es halt schwierig, ne? Richtig. Da waren wir uns ja auch einig, dass so ein Waffengesetz wie in den USA einfach nicht tragbar ist. Auf jeden Fall wurde es vereitelt. Von der FBI? Ja. Was ist das für eine geile Partei? Freie Freie Bundestagsinsassen, anders als die FDP. Elite. Bald. Die heißen Elite. Freie
Bundeselite, okay. FBI. Ja, dann hast du ja hier aufgeschrieben, Pence und Harris, war eigentlich ein bisschen langweilig, ich habe es zum Glück auch nicht live geguckt, war schon unterm Strich eher auf Harris' Seite, aber das Größte ist, also man merkt halt hinterher, war das größte Ding, dass für eine Minute eine Fliege auf dem Kopf von Mike ja. Pence saß. Und da weißt du schon, okay, da ist jetzt nicht so viel passiert. Ich habe auch so TV-Beiträge gesehen zu der Debatte und es ging echt nur um diese scheiß Fliege. Ja. Was soll das? Klar, es ist ein lustiges Bild, dass bei diesem verschnarchten Trump-Anhänger da irgendwie eine Fliege auf dem Kopf sitzt und keiner was sagt, aber ja. Das fand ich irgendwie schade, dass das in den Vordergrund rückt. Ja. Und nicht die Debatte, die ja sehr human war im Vergleich zu Trump und Biden. Die haben sich auch zum großen Teil austreten lassen, konnten sich Argumente austauschen, haben sich auch gelobt gegenseitig, so wie man es früher kannte von den PräsidentschaftskandidatInnen. Und das war jetzt in dem Fall relativ fast schon langweilig, wenn man das von Trump und Biden kennt. Muss ich aber dazu sagen, dass ich das eigentlich, dieses ganze, dieses Höflichkeitsding, das finde ich gar nicht so geil. Also ich finde es besser, also Trump ist natürlich ein absolutes Extrembeispiel, aber theoretisch so in diese Richtung halt nicht so dieses, oh, ich tue jetzt so, als wäre ich hier irgendwie und privat bin ich ganz anders, sondern eher so frei Schnauze reden, das finde ich eigentlich viel wichtiger, dass das groß irgendwie... Wie gesagt, ne, Trump ist ein Extrembeispiel, aber dass das in der Politik mehr vertreten ist. Keine Ahnung, würde ich auch irgendwie Richtung, so ein Gregor Gysi ist vielleicht auch ein bisschen mehr in diese Richtung als jetzt irgendwie so eine Merkel, die dann, ja, auch. Oh, also für mich, also als eine Person, die sich sehr viel mit Politik befasst und auch mit so, mit den Menschen dahinter, die das machen, finde ich es sehr sympathisch, wenn man auch die politischen Gegner wertschätzen kann. Wenn man das sagt, geht ja trotzdem. Wenn man sagt irgendwie, weiß nicht, man ist bei der Linkspartei und man debattiert mit einem FDPler zum Beispiel. Es sind ja sehr konträre Parteien. Wenn ich aber als Linker sagen kann, ja, hier, mir fällt gerade keiner ein, Philipp Rösler, so hat gute Arbeit geleistet, war guter Bildungsminister, keine Ahnung, oder eine Vizekanzler war er damals, hat gute Arbeit geleistet. Das finde ich halt sehr schön, wenn die sich im Bundestag auch mal irgendwie einig sind und auch mal sagen können, ja, Frau Roth, irgendwie, ich bin zwar bei der FDP, aber danke, dass Sie Bundestagspräsidentin sind. So. Ja, also ich habe das Wort Höflichkeit verwendet, deswegen, ja. Also so meinte ich es vielleicht gar nicht. Ich meinte eher so dieses, du merkst halt bei Mike Pence noch viel mehr, dass es halt ultra hart Fassade ist einfach nur. Ach so. Das ist halt so ein bisschen mein Problem. Ja, es gab auch den Punkt, wo er sagte irgendwie, als er erfuhr, dass sie seine Gegnerin wird, hat er sie angerufen und beglückwünscht. So. Was mich voll gewundert hat, ich fand es voll schön, dass er das gemacht hat, aber ich habe es ihm auch nicht abgekauft, dass er es ernst meint. Das meinst also du wahrscheinlich, ne? Ja, nicht nur das, auch innerhalb der Debatte. Also ich finde es halt einfach besser, wenn die Leute nicht geschwollen reden, sondern, also geschwollen reden von mir aus, das finde ich ja auch gar nicht schlimm. Ich rede ja auch gerne mal selber geschwollen, ich bin geharnischt mit den Besten, egal. Aber dieses, was aussagen, ich hasse das halt, wenn so Floskeln kommen. Ja, wir müssen jetzt den amerikanischen Geist wiederbeleben. Gemeinsam können wir diese Hürde bewältigen. Und jetzt müsste es wirklich, jetzt müssen wir an die Menschen denken. Also, damit kannst du halt nichts anfangen. Das ist nichts Konkretes. Und ich hasse das, Alter. Da sind wir alle gefragt. Ja, da sind wir jetzt alle gefragt. So, egal. Hass-Podcast machen wir gerade nicht. Da kann ich auf den letzten Hörerwunsch verweisen. Richtig, der war sehr gut. Und ich habe auch eine schöne Sprachnachricht bekommen von Herodes, wie er mich voll schmatzt, aus einer Flasche trinkt und danach sagt, oh, ich hatte Durst. Nice. Danke, Herodes, dafür. Liebe Grüße. Ich habe ihm... Was es damit auf sich hat, erfahren die Leute, die den Hörerwunsch hören. Ja, und ich habe ihm daraufhin nur geschrieben, also erst mal einen Stinkefinger geschickt und ihm gesagt, ich spucke auf dich. Als Ausgleich. Warum sehr, sehr schön. Alles, hört ihr im Brennpunkt Hörerwunsch Rant. Ja. Dings, Rant, Extravaganza. Ja. Dinge, die wir hassen. Vielleicht dann noch ganz kurz zu Trump, völlig unrelated zu Hass. Er will die nächste Debatte nicht mitmachen, weil die digital sein soll, da er ja Corona-positiv ist. Und, was relativ skandalös ist, aber halt leider nicht beweisbar ist, alle weigern sich zu sagen, wann er das letzte Mal negativ getestet wurde. Und da steht jetzt quasi im Raum, dass es möglich ist, dass er bereits wusste, dass er positiv ist, als er mit Biden in den Dialog getreten ist. Das wäre hart. Das wäre halt richtig hart. So, das ist ja quasi versuchter Mord dann. So. Ja, ja. Aber also das ist halt wirklich sehr Aluhut, ne? Ich glaube, wenn das so wäre, hätte er vielleicht dann auch noch eher versucht, irgendwie
ihm wirklich mit Absicht die Hand zu geben oder keine Ahnung. Mhm. So. Und das ist ja. Ach komm, beiden, komm mal her. Unsere erste Debatte, eine Umarmung, wird doch wohl drin sein. Ja. Sehr lecker. War nicht. Und Trump ist ja geheilt worden von Corona sozusagen. Er hat es ja überlebt. Gott sei Dank. Trump hat Corona geheilt, also. Ja. Und er hat ja jetzt, Zitat, ein Heilmittel entdeckt gegen Corona. Okay, er wurde behandelt mit einem Medikament, was er vorher nicht kannte. Für ihn heißt es, er hat es entdeckt. Und er will das jetzt quasi durchdrücken, dass das Medikament, was er bekommen hat, wohl jetzt auch für die Gemeinbevölkerung zugänglich wird. Ja, ich weiß gar nicht, wie es heißt, irgendwie wie Steroide. Es müssen Steroide gewesen sein. Ja, aber das heißt halt auch, glaube ich, so oder so ähnlich. Irgendwas mit K oder irgendwas mit S. Ist auch egal. Mal gucken. Also ob der so 100% geheilt ist, wird auch noch zu sehen sein. Ansonsten würde ich jetzt mal... Es gibt ja langfristige Folgen. Ja, Hashtag Covid. Genau. Erstens das und zweitens glaube ich, dass einer von diesem ganzen Kreis, der da angesteckt wurde, hier im Kongress waren es ja irgendwie sogar 129 noch vor ein paar Tagen schon. Wenn da einer stirbt von denen. Ja, es reicht ja einer und es ist skandalös. Es muss ja nicht Trump sein. Aber weiß man denn, dass... Herman Cain ist ja auch schon gestorben. Weiß man denn, dass Trump die angesteckt hat oder hat er sie auch nur angesteckt? Das lässt sich halt dadurch auch nicht so richtig zurückverfolgen. Schwierig, schwierig. Weil sie sich da weigern. Was auch schwierig ist, ist, dass er jetzt aufgefordert hat, dass sein, wie sagt man im Deutschen, AG, Attorney General, also der oberste, ich weiß nicht, was das deutsche Pendant ist, ich kenne mich in Deutschland nicht aus. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich wohne politisch in Amerika. Ja, Bill Barr halt, der soll jetzt den Biden bitte anklagen. 26 Tage vor der Wahl hat er das gesagt. Und das hat auch so ein bisschen... Es ist schon wieder so viel USA, es tut mir leid, aber es ist so viel passiert. Es ist auch ein wichtiges Thema. Der Supreme Court in den USA, also das oberste Gericht, der hat jetzt auch... Der hat gezeigt, also mindestens drei von denen sind quasi bereit, diese Wahl als nichtig zu erklären, munkelt man, weil die sagen, wenn per Briefwahl gewählt wird, brauchst du jemanden, der unterschreibt da drauf, der quasi dein Zeuge ist, dass du das auch selber warst. Was erstmal innerhalb von Corona auch total dumm ist, was halt dieses ganze System ein bisschen Absurdum führt. Und das gilt auch, wenn die das durchbringen würden, also wie gesagt, bis jetzt haben sie erst 3 von 9 dafür ausgesprochen, 3 von 8, eines tot, 3 von 9, aber wenn das eingeführt würde, würde es auch rückwirkend gelten. Das heißt, Leute, die bereits eingeschickt haben, frühe Wähler, müssten dann auch nochmal unterschreiben lassen, was völlig absurd ist. Das geht ja nicht. Ja. So, aber meine Prognose, wirklich, ich habe so das Gefühl, da bäumt sich gerade was auf. Dieses ganze Jahr, das kulminiert. Das ist hier gerade ein richtig langes Crescendo der Ereignisse. Ja? Crescendo? Was kennst du für Wörter? Aha, Tino, ich bin ja hier, ne, geharnischt mit dem besten Vokabular. Nein, aber ich glaube wirklich, da platzt eine Bombe. Also ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass Trump irgendwie in Verzweiflung auf den roten großen Knopf drückt. Aber irgend so ein Move. Aber sowas kurz davor wird er machen. Irgendwas ganz, der ist in die Ecke gedrängt. Ich glaube, da passiert was. Und es wird nicht geil. Es kann halt echt zum Bürgerkrieg kommen, ne? Egal wer gewinnt. Die USA sind gerade so hart gespalten. Es ist gerade so ernst wie nie. Ja. Selbst als damals Obama antrat, ja, gegen diese erzkonservativen, so alten Opas, selbst da war das ja nicht so schlimm. Aber jetzt durch Trump, das spaltet die Gemüter ja völlig. Und egal, wer gewinnt, Biden oder Trump, es wird Riesenärger geben. So. Ja. Es wird Rechte und Linke, haben beide das Potenzial, dass sie halt aktiv werden, so gewalttätig werden. Mhm. Und wenn Trump jetzt schon sagt, er will sein Amt nicht abgeben, auch wenn er verliert, ist schon traurig. Ich bin auch sehr, sehr skeptisch, einfach, dass es eine normale Wahl gibt und dann Biden einfach Präsident wird. Das sehe ich halt nicht. Mhm. Also so sehe ich es nicht. Entweder wird es richtig rabiat zugehen oder Trump wird tatsächlich wiedergewählt durch das Electoral College. Mhm. Dadurch, dass halt die Wähler hin und her geschoben wird, braucht er ja quasi, also er kann gewinnen mit 5 Millionen Stimmen weniger, was halt ultra absurd ist. Mhm. Also rein theoretisch natürlich, ne? Das wird dann hin und her geschoben, bla bla. Aber ja, also irgendwas, da wird noch was passieren. Dieses Jahr hat noch was für uns bereit, ich sag's dir. Hm. Ein richtigen Knaller. Die Wahlen sind ja auch bald, ne? In 4 Wochen oder so. Ja, also 3. November. Das heißt, zu unserer 91. Ausgabe wissen wir, wer Präsident ist. Naja, das dauert ja dann auch nochmal 3 Monate, bis er wirklich im Amt ist. Ja, aber dann wissen wir ja, wer gewählt worden ist. Ja. Ja, bleibt dran, Leute. Gute Folge. Was geben wir der Woche?
Wir geben der Woche, ich muss kurz überlegen, eine Führung wurde vereitelt von einer Gouverneurin. Finde ich schon eine Meldung wert. Ich wollte gerade sagen, also ich finde im Vergleich zu letzter Woche vielleicht ein bisschen weniger, aber das hat stark nachgeliefert. Schon, also auch Trump, sein Corona-Verlauf war ja furchtbar spannend. Ich habe ständig mein Handy gecheckt, um zu gucken, ob er noch lebt. In Hoffnung, er lebt noch. Dann ist Herbert Feuerstein gestorben. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Zwei Punkte Abzug. Und Van Halen, also er ist ja echt eine Legende, ja, im Real Talk, der ist ja eine richtig krasse Musiklegende. Der ist ja echt unerwartet, also ich wusste nicht von seinem Krebsleiden, dass der Krebs hatte und daran gestorben ist. Dann Proud Boys waren, ist der Hashtag der Woche, finde ich, für mich. Immer Proud noch Boys. Unter dem, also vor dem Hintergrund, dass Proud Boys Gründer sich ein Dildo in den Arsch geschoben hat, um zu zeigen, dass er nicht homophob ist. Auch das, um darauf zurückzukommen. Die Ärzte, eine neue Single, ist ja prinzipiell immer geil, wenn die Ärzte was veröffentlichen. Mhm. Also, wir hatten eine 8 letzte Woche, ne? Oder 9? Nee, ich glaube sogar 9. Ich wäre jetzt diese Woche bei einer 8. Ja, aber gerade so. Also, es ist erst eine 8 minus. Okay. Ich würde eine 8 minus sagen. Okay. Also, aber nicht minus 8, sondern 8 minus. Aber 8 fühlt sich für mich schon gut an. Ja, tatsächlich. Ich spüre es auch. Ich sag dir, Trump, der macht jetzt doch noch Krieg mit dem Iran. Irgendeine Scheiße kommt da noch. Ich sag's dir. Irgendwas richtig Dickes. Richtig dumm. Und auch am Montag kommen auch dicke Sachen, ne? Am Montag kommen die allerdicksten Sachen. Also, wer am Montag 20 Uhr nicht in meinen Stream reinkommt, der hat echt ein Problem. Also ich weiß es, aber ich bin schon sehr aufgeregt. Ja. Ich werde nicht schauen können, weil ich da verabredet bin, aber ich bin sehr gespannt auf die Reaktion von der großen Bombe. Es ist, ich muss echt sagen, es ich sehe die Bombe, ich sehe die Bombe halt hier gerade vor ich mir. Auch. Es ist aber sehr schön geworden. Ja. Also es ist die größte Bombe, die je gebaut worden ist. Sie ist großartig. Nicht mal Obama hat eine Tremendous Bombe. Bombe, Alter. Ja. Richard Fatman. Tremendous. Little Boy habe ich in meiner Hose. War schön mit euch, Leute. Es wird ganz, das ganze Nosferatu-Universum umschmeißen, was passieren wird. Ich will nicht so hoch pokern, aber es wird die Welt verändern. Doch, ich denke auch. Und alle Welten, die wir gerade frisch entdeckt haben. Meine Welt wird gerade auch verändert, Tino. Ich höre nämlich nichts mehr. Au! Au, Gold! Ey, Leute, war ein Spaß. Nächste Woche, 88. Folge, da sitzen wir hier alle. Große Nazi-Folge. Ja, sitzen wir hier alle mit Hakenkreuzbinde. Zu Gast Bernd Höcke. Oder wir schänden Hitlers Leiche, den graben wir wieder aus. Wir feiern Hitlers Beschneidung. Ja! Tschüss! Tschüss, Leute. Tschüss. Tino, ich habe mich getäuscht. Wir müssen noch 2 Minuten dranhängen. Echt? Ja, wir müssen mindestens auf die Stunde kommen. Hä? Bin ich dumm? Ich habe hier was falsch geguckt, glaube ich. Ich dachte aber auch, dass wir jetzt ungefähr richtig waren. Ich habe mich mitten in der Fünferstelle gewundert. Also, ne? Am Montag. Aber gut, du kannst gerne... Nee, was hast du noch eins? Facebook geht jetzt ganz hart vor gegen QAnon. Ja, stimmt. QAnon, oder wie das heißt. Das heißt, jegliche... Mir fällt kein schlechtes Wortspiel ein. Was aber auch, finde ich... QAnus halt. Es ist ein bisschen seltsam formuliert, denn sie gehen ja gegen QAnon vor. Aber QAnon ist ja eigentlich laut Verschwörungstheorie die Elite, ne? Mhm. Das sind, oder habe ich das falsch verstanden? QAnon sind ja eigentlich die Bösen. Nee, das ist... Oh, das ist halt auch... Ich denke auch, das ist so ein 4chan-Ding, weil da heißt ja quasi jeder Anon, also Anonymous oder Anonym. Anonymous ist ja wieder was anderes. Da stecke ich nicht hundertprozentig drin. Ich sag's, wie es ist, aber das ist halt gleichzeitig eine Organisation, wie auch Anonymous und Antifa eine Organisation ist, nämlich nicht, aber halt so ein loses Kollektiv. Und gleichzeitig steht das aber auch für eine Verschwörung quasi, dass die Eliten kleine Kinder irgendwo in den Schredder wamsen und so weiter. Das aber steckt sind da alles denn diese drin. Eliten, sind die denn QAnon? Nee. Sind das die? Nee, okay, das sind also die das anprangern. Ja. Ach, die sind das Kritische an dieser Facebook-Sache ist ja, dass die nicht einfach die Leute, die das irgendwie pushen, bannen, sondern alle, die das erwähnen. Das heißt, auch wenn du kritisch darüber berichtest, kann es sein, dass du gebannt wirst. Das finde ich ja Quatsch. Ja. Das ist so ein bisschen das Kritische daran an sich. Auch verdächtig. Ich finde es natürlich erstmal irgendwie wieder gut, aber ich warne ja jedes Mal, alle diese Dinger, diese Elemente, die so eingesetzt werden, werden später irgendwie gegen dich verwendet. So, solange es halt gegen deine Feinde geht, ist super. Aber am Ende heißt es dann, ja, aber jetzt darfst du auch nicht mehr über die Antifa schreiben. Und dann bist du halt raus. So. Das wusste ich nicht. Okay, das ist schwierig tatsächlich. Also ich finde, man sollte so etwas schon erlauben, dass man darüber spricht.
Man sollte viel mehr gegen Fake News vorgehen und gegen Hetze und Hass. Das wird ja tatsächlich auch ein bisschen jetzt gemacht mit so einem, die verlinken ja dann zu Fact-Check-Seiten. Auch Twitter macht das. Also das finde ich schon ganz gut. Das ist sinnvoll, aber zu sagen, man darf QAnon nicht mehr erwähnen und man darf nicht mehr den Verdacht äußern, dass da was dran ist, finde ich schwierig. Ja, wenn du anfängst und behauptest, Bill Gates würde Kinder fressen, das finde ich schwierig jetzt im Einzelnen, aber dass es das prinzipiell geben könnte als Theorie, würde ich jetzt nicht verbieten tatsächlich. Hm. Weil Dummheit kann man nicht immer verbieten. Ja, ich sag ja auch, deswegen finde ich auch diese ganze Cancel Culture von links gesehen sehr dumm, weil letztendlich, wenn du diese Mechanismen halt erstmal setzt und dann sind die da, dann werden die am Ende immer gegen linke progressive Ideen eingesetzt, weil die wollen ja die Veränderung. Hm. Und die konservativen Kräfte wollen ja, dass es bleibt, wie es ist. Also wird das Neue dann abgeschmettert. Hm. So. Es wird ja nichts gecancelt, was schon immer da war, mehr oder weniger. Ja. Und deswegen finde ich das echt albern, sich da so reinzuballern. Deswegen lieber euch mit eurem Homie, wie ihr euch küsst, unter Hashtag Proud Boys posten. Genau. Das ist ein echt eleganter Ansatz. Also es trollt halt, weißt du, es ist eine Gegenbewegung, es ist Protest. Aber es ist halt nicht dieses von oben herab, Alter, ich cancel dein Leben, weil du hast jetzt mal irgendwie mich falsch gegendert. Ja, so. Das sehe ich genauso. Lieber ein Love Storm, ja, etwas Schönes, Kreatives machen, als mit einer Keule irgendwo draufhauen. Außer die Freiheit Keule ist in deiner Hose vorher gewesen und ist aus Fleisch. Dann sogar sehr gerne mit der Keule zuschlagen. Yes. Okay, jetzt reicht's aber. Jetzt sind wir wirklich durch. Das war unser Bonus. Bonus-Track. Auf Wiedersehen. War schön mit euch. Hört die Ärzte.